Sommerjobs sind rar. Wer in den Sommermonaten arbeitet, sollte sich vorher genau nach den Bedingungen erkundigen. Leider ist es in vielen Firmen üblich geworden, junge Mitarbeiterinnen ohne Dienstvertrag, dafür aber vollwertig arbeiten zu lassen. Einen Ferienjob ohne schriftlichen Dienstvertrag anzutreten, bedeutet oft, für ein geringes Entgelt und ohne Sozialversicherung zu arbeiten. Wer nicht bei der Krankenkasse angemeldet ist, ist weder kranken- noch unfallversichert und erwirbt auch keine Pensionszeiten. Ein Ferienjob und auch ein Pflichtpraktikum ist ein normales Arbeitsverhältnis mit sozialrechtlicher Absicherung. Nur beim Volontariat besteht weder eine Arbeitsverpflichtung noch ein Anspruch auf Entgelt. Für eine Ferienjobberin gelten daher die Schutznormen des Arbeitsrechts. Das sind zum Beispiel Pausenregelungen, Tageshöchstarbeitszeit oder Abgeltung für Überstunden. Für alle, die in den Ferien arbeiten, braucht es klare Regelungen rund um die Ferienjobs. Denn auch hier gilt: Vertrag, Entlohnung und Sozialversicherung müssen stimmen. Der Kollektivvertrag bestimmt auch bei Ferienjobs das Mindestgehalt. Dazu kommen noch Aliquote des Urlaubs und Weihnachtsgeld und die Urlaubsentschädigung für nicht konsumierten Urlaub. Gerade weil unterbezahlte Ferienjobs immer mehr um sich greifen, ist gewerkschaftliche und solidarische Organisation immens wichtig. Für alle Fragen zu Ferienjobs steht die Jugendabteilung der GPA DJP unter 05 0301 21 510 jugend@gpa-djp.at oder www.jugend.gpa-djp.at zur Verfügung. Es gibt vieles, für das es sich lohnt, organisiert zu sein.